Ja, es geht doch schon viel lockerer. Schauen wir mal nach. Ah, ein Heul. Bei links. Sein Wüstenläufer. Der Wüstenläufer sind hier. Dinger, die sich. Immer wird es langweilig, das in den Filmen durch die Wüste. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Das klassische Meme. Okay. Ich habe mal X-Wing aus Star Wars. Sieht fast so aus. Oha. Was treibt er denn da? Wir sind neugierig. Vielleicht manchmal zu neugierig. Der eine macht hier nichts. Wenn eine Art schreien oder so. Was hat das hier zu bedeuten? Nichts. Oha. Er zeigt uns die Vergangenheit, die Geschichte. Oha! Hätten uns wegducken können. War jetzt zu schlecht. Schwarm. Die Krone. Oha. Sollen wir dem folgen? Komm her, Pferd. Wir kommen dem Geheimnis auf die Sprünge. Hat es mit der Krone auf sich. Was für eine Krone suchen wir? Crown?
denn hier gelandet? Okay. Etwas gerade was gestrahlt wie eine Krone. Kannst du was sehen, Aiden? Ein Schwert. Resistenz. Das Land der Oberwelt. Was erklärte die Soldaten im Fort? War das etwa Yeizu? Ein Aiden irgendwas? Der Säbel auf dem Boden. Okay. Hier haben wir noch Mauern. Tja. Warte kurz. Haben wir noch was vergessen? Wenn du das schon so fragst. Da leuchtet was. Ein Hut. Sei auf der Hut. Ich habe ihn nicht gesehen, sondern nicht. War nicht aufmerksam genug. Und wenn wir ihn finden. Ein geteilter Baum. Es ist nicht so viele Bäume. Uha! Hoppala! Nicht über den Abgrund springen. Hier ist relativ geteilt. Und wahrscheinlich nicht so geteilt. Okay.
muss ein großer und wichtiger Baum sein. Hier ist noch einer geteilt. Der hier? Nee. Die Teufelsburg. Der Platz aus meiner Vision. Achtung, Kaktus. Der Baum. Es ist nichts hier. Was soll ich... Da ist etwas. Maske. Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Sie wurden umgebracht. Die Existenz. Oh, danke, ein. Also die gleiche Bursche, also die gleiche Maske. Ich komme mit allen Burschen gemeinsam. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Das Baby. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Ich weiß, ich glaube zu wissen, wer den Talisman, wer mit einem Talisman hat. War nicht die Omi, die dort, die den fünften hat? Alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Vielleicht redst du mal mit Omi drüber. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Ich glaube, die Omi hat es so einen. Ich meine mich zu erinnern. Oder hat er einen? Was machen die denn hier am Tag? Schnell zurück mit uns. Große Güter. Komm uns, es wäre unser. Die Existenz kommt zurück. Komm gegen uns. Ich glaube nicht, dass das hilft. Gibt
nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Doch, man kann. Sie kann. Ha, ich wusste es. Schau mal, was die hier. Was die Umi um den Hals hat. Oder an ihrem Körper. Umi. Wir müssen mal reden. Die Decke. Nicht die Decke. Die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Das Ding. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Den können wir mit allen fünfen. Der ist besiegen. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen und jedes Detail behalten. Ach du Scheiße. Fünf in einem Kreis, das Strichmännchen im Kreis, das Feuer in der Mitte. Das Auge Saurons. Ich hoffe, ich habe alles gemerkt. Strichmännchen im Kreis, Feuer in der Mitte, fünf Leute darum. Sie riefen je zu her. Sie waren verloren, voller Hassgefühle auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus, huh? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Die Brosche, ich dachte, die Brosche ist. Ich sehe die Brosche für das Ding. Wir bereiten das Ding vor. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Und das schnell. Sollen wir es machen? Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Lass es. Leg dir rein. Shimasani, du kannst da hin? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Ein Stock. Symbol, das war ein Kreis mit einem Menschen drin. Strichmännchen. Die Eins. Ach du Scheiße. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ja, das ist genau richtig. Okay. Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben meinen Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein.
toll. Wir sind nur zu viert. Und fünf Talismane. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Das ist Wahnsinn, Cody. Ja. Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir doch alle drauf. Halt's Maul. Oh, eine fünfte Seele. Oh, wir haben eine fünfte. Wir haben eine fünfte Seele. Wir haben eine fünfte Seele. Wir haben die fünf Seelen. Shimazani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an. Yonshu Songs. Machen. Komm, Eigen. Zwing sie zurück. Haben wir es geschafft? Jetzt nicht überlebt. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Es ist mir eine Ehre. Okay, wem ist das Pferd? Bei der ganzen Wüste, die ich hier sehe, im Bild, muss ich auch mal was trinken. Ist auch nicht gerade kühl in real life. Na dann.
Zwei Tote. Hier haben wir eine letzte Ehre. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimazani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Es ist immer so was Trauriges. Gehen wir nochmal hin hier. Ach ja, ich mag keine traurigen Beerdigungen. Wir bleiben noch ein bisschen, wenn es die Option doch gibt. Sein seltsames Bündel. Vielleicht kann Aiden da was machen. Okay, ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Sein, wir können ihn noch teilen. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal von diesem Heiligen Ort.
Verlassen wir ihn. Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Er ist zu Hause. Endlich. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Und was mit dir? Eines Tages komme ich ihn besuchen. Hey Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Das ist fantastisch. Sieh es als kleinen Dank an. Sind natürlich auch noch mit dabei. Sie sind noch da, in unseren Herzen. Medizinfrau haben schon freigeschaltet. Okay, ein hat das Haus erkundet. Natürlich. Nach draußen gegangen. 54% haben es auch gemacht. Motorrad nicht repariert. Wurde für uns ja irgendwie repariert. Habe ich übersehen. Konnte man irgendwie selber machen. Von Geistern gerettet wurden. Nur 49%. Okay. Die anderen haben es nicht geschafft. Paul nicht gerettet. Oh Mann, ja. Hätte er gesagt, sie jetzt machen können. Das haben wir irgendwie auch übersehen. Den hätten wir auch retten können. Verdammt. JD Wahrheit gesagt. Ja, war eine Zeit. Ritual abgeschlossen. 91%. Okay. Jade zum Abschied umarmt. 53%. 91% haben das Ritual geschafft. Ich dachte, ich habe mich gefühlt, als hätte ich was Besonderes gemacht. Tja.